Hallo, hier kommt jetzt ein Video, was schon lange versprochen ist, nämlich das Video zum Bees to Loop. Warum Bees to Loop? Ganz einfach, viele von euch kennen schon das White to Loop und das Black to Loop und wissen, dass das ganz tolle 3D- bzw. auch Malgele sind, mit einer super Deckkraft, aber eben auch als 3D verwendbar auf dem fertigen Nagel obendrauf. Und weil das eben so viel Spaß macht, sind wir dann gefragt worden, Mensch, wann gibt es ein Pink Tulop, wann gibt es ein Blau Tulop, wann gibt es Grün Tulop? Und da haben wir uns entschieden, bevor wir jetzt 1000 Farben herstellen, eine Basis zu machen, ein Bees to Loop, wo du jedes beliebige Farbgel untermischen kannst und damit ein 3D-Gel erhältst. Das Wichtige, was dieses Gel können muss, ist eben durchzuhärten, auch wenn es ja, mit egal welchem Farbgel gemischt wird und wie dick das dann aufgetragen wird. Und das haben wir erreicht. Das ist ein sehr, sehr auf Licht eingestelltes, auch dadurch nicht empfindliches Gel. Aber man kann richtig tolle Sachen damit machen. Unter anderem kann man zum Beispiel auch das Black Tulop und White Tulop glänzend machen. Das war das, was einige noch bemängelt hatten, dass das Black Tulop zum Beispiel nicht glänzt. Ich habe hier mal so einen Mixring, so einen Mischring, so eine Mischpalette, kann man auf den Finger klemmen und dann kann man sich sein Gel anmischen. Ich kann auch mal eben, wenn mir das Rosa jetzt hier zu dunkel ist, noch ein bisschen Weiß dazu mischen und mische mir dann einen hellen Rosaton. Und jetzt kommt gleich, um da ein 3D-Gel draus zu machen, mein Bees to Loop dazu. Das Verhältnis, wie viel Bees to Loop da reinkommt, das ist eigentlich relativ dir überlassen. Du brauchst da gar nicht viel. 1:1 kannst du es machen, du kannst auch weniger nehmen. Das ist völlig dir überlassen. Du bekommst dann, wie gesagt, ein standfestes Farbgel. Schön untermischen. Und dann können wir damit losmalen. Nicht vergessen, immer den Deckel drauf zu machen. Wie gesagt, das ist sehr lichtempfindlich. Und, ja, und da haben wir schon mal zwei, drei Sachen vorbereitet. Hier habe ich jetzt meinen vorbereiteten Nagel und die Palette. Und schon geht's los. Und da kannst du, siehst du das, da kannst du wieder genauso beginnen, wie schon in den anderen Videos gesehen. Machst eigentlich genau dasselbe, nur eben jetzt mit dem selbst angemischten 3D-Gel. Und da kannst du auch noch andere Farben dazu nehmen. Ich habe jetzt hier nochmal auf einem anderen Ring schon angemischt. Ein dunkles Rot noch. So, und dann wird es nämlich bunt in der Kiste. Macht auch richtig viel Spaß. Weil man eben auch wirklich Fett reinlangen kann und Mais, das härtet durch. Das ist, da habe ich volles Vertrauen rein. Das funktioniert bombastisch. So, schaut mal. Das, und hier habe ich ein bisschen White to Loop. Extra nochmal mit Bees to Loop, 1, 2, 3, Bees to Loop angemischt. Und das wird dadurch noch standfester. Also es ist, macht richtig Laune. So, ich höre dann auch langsam mal auf hier. Eigentlich kann ich gar nicht aufhören, aber ich muss euch ja noch oder will euch noch ein paar andere Sachen zeigen, die auch sehr schön sind. Nebendran zum Beispiel habe ich vorbereitet ein Schleifchen. Das werde ich jetzt noch ein bisschen mit 3D versehen. Und da gehe ich wieder zurück zu meinem angemischten Rosa-Ton. Und ihr seht hier die Schleife vielleicht so ein bisschen im Untergrund. Und da könnt ihr auch ganz einfach mal diese Tropfen, die wir hier
eigentlich schon kennen und die ganze Zeit machen. Einfach mal entlang der Schleife hier ziehen. So. Erste Seite ist fertig. Zweite Seite kommt auch. Ganz einfach wieder Tropfen setzen und ziehen. Und dann kommt gleich eine Sache, die einfach nur sensationell ist. In die Mitte werde ich einen Strassstein setzen. Und zwar mit dem Poren Bestolob. Und jetzt verrate ich euch, dass das Bestolob ist das ultimative Strassstein-Klebegel. Leute, es ist fantastisch. Diesen Stein, den kriegt ihr nicht mehr ab. Also später mit dem Fräser, klar, wenn er ab soll. Aber nicht, wenn er nicht ab soll. Das ist wirklich, das ist so unglaublich. Der ist wie einbetoniert. Dazu müsst ihr eigentlich nur so ein kleines Bubbelchen. Das heißt klein. Du siehst, dass es nicht so klein ist. Draufsetzen. Obwohl auch ein kleines reicht. Davon ab. Und dann nimmst du deine Strasssteindose. Suchst dir einen netten Strassstein aus. Moment. Jetzt hätte ich gerne eine dritte Hand. So. Pinzette dazu. Strassstein rausholen. Und den packe ich jetzt hier drauf. Auf meinen kleinen Berg und drücke den runter. Und dann steht so ein kleiner Ring drumherum. Und der, ach, der hätte gar nicht so viel sein müssen. Also da sitzt ein Strassstein drin, wie eingemauert. Also es ist Wahnsinn. Den kriegt ihr nicht mehr ab. Könnt ihr gerne mal ausprobieren. Wir verkaufen das Bestolob eigentlich fast nur noch als Strassstein-Klebegel. Das ist Wahnsinn. Dann habe ich noch eine süße Geschichte gesehen auf Facebook. Die hat mich so fasziniert. Die möchte ich euch gerne noch zeigen. Und zwar für den Sommer eigentlich mehr. Da haben wir hier so eine kleine Muschel angelegt, schon drunter, unter dem Glanzgel. Und jetzt werde ich dieser Muschel noch die Rillen verpassen. Und ihr seht, das Gel, egal, ich lege das so dünn aneinander, ne? Und trotzdem fließt es nicht zusammen. Das steht wie eine Eins. Das macht einfach nur richtig Laune. Und schwupp, da haben wir eine süße kleine Muschel. Mit Rillen. Es ist unglaublich. Süß, ne? So, und auf die Seesternchen packt mal noch ein paar kleine Moser-Tröpfchen. Auch die stehen wie eine Eins. Das ist wirklich Wahnsinn. Ihr seht das hier auch, wie die sich richtig schön da hochheben. Und das ist so ein süßes Design. Das sah vorher noch nichts aus, aber ist jetzt richtig, richtig hübsch geworden mit dem 3D-Effekt. So, nebendran seht ihr schon vorbereitet einen Nagel für eine Sache, die jetzt in aller Munde ist. Vielleicht habt ihr auch schon davon gehört. Das Ganze nennt sich Sweet Bloom. Warum auch immer. Vielleicht war die so ein bisschen aussehen die Blumen, wenn die dann fertig sind, wie mit Zuckerguss gemalt. Dafür ist das natürlich auch super geeignet, das Bestolob. Wir
haben jetzt hier im Untergrund, habe ich mit Stickern einfach die Sachen vorbereitet, habe dann das Glanzkit drauf und jetzt kann ich hier einfach hergehen und meine vorgefertigten Sachen, also mit Sticker quasi, vorgefertigten Sachen, einfach ausmalen. So, das macht sich jetzt hier so ein bisschen schlecht. Aber ihr seht auch hier, das steht wieder. Das läuft nicht zusammen, auch wenn ich das nahe dran setze. Das ist so standfest. Muss ich mich gerade ein bisschen konzentrieren. Ihr seht, das ist ziemlicher Fuckelkram. Aber es ist hübsch. So, ich werde jetzt mal die Blume nochmal mit andeuten. Und da unten habe ich dann noch mehr, die kann ich euch gleich zeigen. Damit ihr das auch gesehen habt. So, in die Mitte von der Blüte kann man auch einfach einen klaren Punkt setzen. Oder eben den Strassstein wieder, wie man das möchte. Ihr könnt auch, wenn ihr euch da wohler fühlt, dazwischen ein bisschen aushärten. Ne? Also nicht so nah aneinander setzen. Das funktioniert hier schon. Das steht ja, das Gel, das läuft nicht zusammen. Von daher könnt ihr das auch wirklich wagen, da das dran zu setzen. Ihr könnt auch, wenn ihr jetzt ein bisschen Black Club habt, hier auch nochmal so eine Kante mal nachziehen von der Kontur, ne? Oder hier dieses kleine Blümchen, da kann man auch einfach mal nur Pünktchen reinsetzen, das sieht auch ganz ganz süß aus und die stehen auch richtig schön hoch, die Punkte, also das reicht so und das geht so schnell, ne? Guck mal, ich halte es mal so ein bisschen, wie hoch die Pünktchen auch stehen. Siehst du das? Cool, ne? So. Na, und dann in die Mitte, wie gesagt, kann man jetzt auch ein Pünktchen wieder machen. Nochmal extra. Das kommt auch richtig hoch. Das ist ein richtiger kleiner Ball. Oder man macht einen Strass rein. Oder man macht eben, keine Ahnung, nur einen Vesto-Loop-Punkt rein. Wie man das gerne möchte. So. Was natürlich auch ganz, ganz toll ist, ist, wenn man das Vesto-Loop pur verwendet. Oder eine richtig sensationelle Geschichte ist folgendes. Das bereite ich mal eben vor. Wir haben jetzt hier schwarzen Untergrund, schwarzes Farbgel. Ja? Und machen ein bisschen heller. Und dort gebe ich ein Flaschenglanzgel drauf. Quasi ein fertig versiegelter schwarzer Nagel. Und das härten wir mal aus. Und in der Zwischenzeit zeige ich euch die pure Verwendung von Vesto-Loop. Auch eine super, super, super schöne Geschichte. Auf einem schwarz-matt lackierten Nagel. Also wenn man da jetzt ein mattes Versiegelungsgel hat und einfach dann mit diesem Vesto-Loop draufmalt. Ihr seht das auch, ne? Und der Hammer ist, auch wenn das ein unglaublich dickes Gel ist, ihr könnt unglaublich feine Linien damit malen. Richtig toll. Das malt sich wie Butter. So, da kann man jetzt wieder, ach, Kringelchen, man kann Blütenblätter malen, alles Mögliche. Was einem gerade so
in den Sinn kommt. Ihr seht das, wie schön das wirkt, ne? Und wenn meine Linie ein bisschen dicker ist, das braucht man gar nicht Angst haben. Man zieht dann einfach aus dem Gel nochmal was Dünnes raus und schon sieht das ganz hübsch aus. Und gar nicht mehr klobig. Das geht so schnell. Ich bin immer entsetzt, dass ich schon fertig bin. So. Vielleicht hier nochmal ein bisschen rausziehen. Und da haben wir ein schönes Design. Ich hoffe, ihr seht das gut. Und wenn jetzt hier nochmal ein Strassstein dazukommt in diese ganze Geschichte, dann, hier zum Beispiel, dann ist das Ding einfach perfekt. Das ist so eine klasse Geschichte. Und das macht so viel Spaß, weil das halt wirklich schnell geht vor allen Dingen. So, Strassi rausholen. Ups, da ist er. Und rein und hält und ist schick. Man sieht es heute gar nicht so richtig. Ich habe die Lichtverhältnisse ein bisschen verändert zu den anderen Videos. Hier habe ich noch mal eine ganze Platte mit solchen Geschichten. Ich hoffe, man kann es ein bisschen erkennen. Aber es ist wirklich eine ganz, ganz tolle Geschichte. Ich glaube, so rum sieht man es besser. Also man kann wirklich super, super dünne Linien damit auch machen. So, und in der Zwischenzeit ist unser Glanzgel durch. Ja. Und was jetzt kommt, das kennt ihr bestimmt. Das Chrompigment. Auch da kann man wieder was richtig, richtig Tolles zaubern. Ich gebe jetzt mal das Chrompigment hier drauf. Ihr hört es und seht es auch. Ich kann auch mehrere miteinander mischen. Der Nachteil beim Chrompigment ist, dass wenn man zu sehr an den Rand geht, dass es dann und dann versiegelt, ne, dass es da Liftings geben kann. Die Geschichte, die wir jetzt hier machen, ne, die wird definitiv halten. Also ich habe jetzt mein Chrompigment drauf. Und jetzt werde ich etwas damit zeichnen. Mit meinem Bistolo direkt auf die, mit dem Pinsel nicht zurechtgelegt, auf dieses Chrompigment. Gehen los. So. Und das, was ich jetzt hier mache, das habt ihr schon in den anderen Videos gesehen. Diese Blütenblättchen. Weil das, was ich jetzt hier male, sieht man nämlich ganz schlecht. Aber es hat alles einen tieferen Sinn. Ihr werdet es dann auch gleich alles sehen, wie toll das ist. So, jetzt mache ich noch ein paar feine Linien dazu. Nicht traurig sein, ich zeige es ja gleich nochmal genauer, man wird das gleich sehen. Man kann auch einfach irgendwie irgendwas draufschmeißen auf den Nagel. Das sieht, egal wie, das sieht immer geil aus. Also das muss noch nicht mal schön sein, was er hier drauf zimmert. Ne? Ein paar Linien einfach. So. Ich glaube, ich lasse das jetzt einfach mal gut sein hier. Oh, ich kann aber nicht aufhören. Ich kann nicht aufhören. Ah, ja. So. Und härte das nochmal aus. Da haben wir es. Aushärten. Wir hatten gerade gesagt, dass Strass zum Beispiel super gut damit festzumachen geht. Man kann natürlich auch die Charms ganz, ganz toll festmachen. Also so, dass die wirklich nicht rausfallen. Und dann dieses ganze Umständliche mit
Glanzgel und reinsetzen und wieder rausnehmen und dann mit Sekundenkleber fest, das fällt weg. Ihr setzt das einfach in das Vesto Loop rein, härtet aus, unterfüttert vielleicht noch, damit es nicht abkippelt. Und dann hat sich die Sache erledigt. Ich kann es ja mal kurz demonstrieren. Hier habe ich einen Nagel, ne? Und da packe ich mir jetzt ein bisschen Vesto Loop drauf. Ein Wubatz. So. Dann kommt mein Schleifchen dran, zum Beispiel. Ne? Festmachen. Und das wird jetzt an der Stelle mal ausgehärtet. Und dann bitte auch mal, ja, jetzt rutscht es runter, ne? Dann bitte auch mal im Lichterdrucksgerät ein bisschen drehen. Und wenn ihr das dann habt, dann bitte auch mal hier unter diesen Schleifen drunter, da nochmal was unterfüttern, damit der nicht abkippeln kann. Und damit es damit die Kundin dann hier auch nicht mit ihren Klamotten ständig hängen bleibt. Ne, das unterfütte ich immer hier auch unter dem Schleifchen, ein kleines bisschen was drunter noch. Und dann hält der bombenfest, also braucht man gar keine Angst haben. Die nächste Geschichte ist natürlich, so, wer ruft jetzt an? Dass man den ja auch wieder abkriegen muss. Und das ist eine Sache, da bin ich schon oft gefragt worden. Ich würde jetzt einfach jetzt hör auf zu klingeln. Einen alten Nagelhautknipser nehmen und damit einfach drunter fahren. Und da also an so einem Gel-Eckchen ranknapsen und dann geht das wunderbar wieder ab. Der Dings. Also quasi, wenn man, ich habe jetzt hier mal so ein paar Dinge vorbereitet und dann nehme ich einen Nagelhautknipser, habe ich jetzt keinen zur Hand eben, und dann gehe ich hier einfach mit dem Nagelhautknipser hier dagegen, gegen das Gel, und knaps hier mal so ein bisschen dagegen. Hier oder, na, wo man halt drankommt. Ein bisschen knicksen und dann springt euch der Overlay schon entgegen wieder. So, in der Zwischenzeit ist das ausgehärtet und jetzt nehme ich einfach Cleaner und putze das restliche Chrompigment weg. Und wenn ihr euch bitte erinnern möchtet, wir hatten im Untergrund einen fertig versiegelten, also einen komplett fertigen schwarzen Nagel. Das heißt, wenn ich jetzt hier das Chrompigment wegnehme, dann wird einfach nur ein schwarzer versiegelter Nagel da sein. Und ich habe ein schönes, schönes Muster dazu. Richtig geile Geschichte. Ich putze mal das andere auch noch ab mit den abstrakten Linien hier. Und selbst da, wo ich bloß was hingeschmiert habe, das sieht richtig klasse aus. Guck. Also es ist schon hammerhart. Also man, was das ausmacht. So ein bisschen Chrompigment. Und das ist ja liegt jetzt auf dem Nagel drauf und ist natürlich gut versiegelt. Also da braucht ihr euch keine Sorgen machen, dass da das Chrompigment absplittert oder irgendwas. Das wird alles schön halten. So. Und die letzte Idee, die ich hier hinten noch vorbereitet habe, da habe ich ein Wonstruck-Blümchen gemalt. Man kann natürlich das Vesto Loop jetzt auch nochmal pur als 3D-Möglichkeit verwenden, dass man halt da solche Blumen nochmal mit 3D-Rillen versieht. Quasi hier dieses Wonstruck-Blümchen, was gemalt ist, entweder das Blütenblatt komplett zumachen und als 3D anheben. Oder eben wieder einfach ein paar Linien reinziehen, sodass das dann nachher so ein bisschen 3D ruppelt, ne, über den Nagel. Auch das ist eine coole Idee und hat einen richtig lustigen Effekt nebenher. Also das ist dann quasi 3D, das Blümchen. Ich bin jetzt noch nicht fertig, aber nur, dass ihr das mal gesehen habt. Das kommt natürlich auch ab und stark, sowas.
Wer das möchte, natürlich nur. So, das war's zum Thema Bees to Loop. Da kommen bestimmt noch mehr Ideen. Aber für heute soll es mal fürs Erste genügend. Bis dahin. Tschüss, viel Spaß beim Nachmachen.